Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Medieval Dynasty. Ich muss erst einmal sorry sagen, dass jetzt gestern der Part nicht hochgeladen wurde. Lag einfach daran, bin ich jetzt richtig? Ich glaube schon. Hallo. Ja, ich bin richtig. Liegt einfach daran, dass ich jetzt tatsächlich 3 Tage mit meinem Junior unterwegs war, also von Freitag bis Sonntag, und ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, irgendwie aufzunehmen. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben, aber ich denke, da das könnt ihr mir nachsehen, und ja, ich tue mein Bestes. Ich habe zwar wirklich sehr viel vorproduziert und hatte auch wirklich einen sehr guten Puffer von, ich glaube, 3 oder 4 Tagen, und der ist halt dann im Grunde weg. In dem Moment, wo ich meinen Junior bei mir habe, ist der weg. Naja, gut, was soll man machen? So, was hatte ich vor? Und zwar, ich habe mir gerade vorhin mal meine Leutchen angeschaut. Erika ist ja schwanger. Und ja, gut, soll so sein, ne? Sie ist ja zusammen mit dem Waldemar. Der ist immerhin 7 Jahre ja älter. Ne, 27, 34, der ist 7 Jahre älter. Und dann dachte ich mir, jetzt werde ich mal was ausprobieren, weil anscheinend ist es schon so, dass ein gewisser Altersunterschied da sein muss, dass kein Nachwuchs kommt. Und dann dachte ich mir, warum probiere ich es nicht mal mit der Jadwiga? Und zwar möchte ich die Jadwiga zusammenstecken mit, wo ist er? Mit dem Stomir, dem Bergarbeiter. Das heißt also, ich werde in dieses Haus die Jadwiga mit reinschmeißen. So, das mache ich jetzt halt einfach mal. Stomir, doch, das müsste doch eigentlich Stomirs Haus. Moment, das ist wahrscheinlich weiter unten. Wo bist du? Stomir. Wo bist du? Nee, kann ich den gar nicht. Ach so, den würde ich dann umziehen lassen, ne? Okay, nee, dann Moment, dann machen wir das anders. Dann schnappe ich mir die Jadwiga. Die Holzfällerin. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Jadwiga, Holzfäller. Ach, die sind schon zu zweit, ne? Oh, da habe ich jetzt wieder irgendwas verwechselt. Aber okay, dann suchen wir uns ein anderes Opfer. Leonarda zum Beispiel. Leonarda, ne, die sind auch zu zweit. Verdammt. Wen kann ich denn mir schnappen? Andererseits können wir es auch einfach lassen, ne? Ist ja egal. Ich hätte es halt jetzt ausprobieren wollen mit einer 20-Jährigen und einem 30-Jährigen, ob da dann sich irgendwas tut. Aber okay. Halt, warte mal. Damroka, die ist ja unsere Tierzüchterin, wo es ja aktuell noch... Doch. Die kümmert sich um... den Stall. Moment, aber Stall habe ich doch noch gar kein Pferd. Eben, Stall habe ich ja noch gar kein Pferd. Dann könnte ich doch die Damroka, naja wohl, aber die ist fürs Feld ganz gut, ne? Oh Mann, ihr macht mich fertig. Okay, dich schmeiße ich jetzt raus aus dem Stall, weil das bringt nämlich gar nichts. Dich schmeiße ich in die Scheune, und zwar hier mit rein. Als, boah, Scheunenknecht oder Landwirt? Eigentlich wäre jetzt in dem Fall Scheunenknecht ganz gut, dass wir nochmal jemanden haben, der mit, ja, Damroka, dann mache ich dich mal, Damroka, Scheunendingsbums, wo bist du? Damroka Tierzucht, ändern wir um. In Damroka Scheunenknechtin Scheune. Damroka Scheune. So, dann haben wir das. Dann soll das jetzt nämlich so sein. Dann macht sie nämlich mit in der Scheune. So, dementsprechend müsste ich jetzt dann auch erst einmal schauen wegen der Scheune. Ich würde die gerne ein bisschen zusammenstopfen. Andererseits, ich will nicht, dass so viele Kinder gleichzeitig geboren werden, ne? Das Haus haben wir hier noch. Wir haben
noch ein Haus hier. Also wir hätten noch zwei Häuser im Grunde frei. Frauen kann ich ja nicht zusammenstopfen in ein Haus, leider. Oder Männer auch nicht. Es funktioniert nicht. Nicht mehr. Das ging ja ganz am Anfang mal. Aber okay. So, der Holzschuppen da oben ist noch unbesetzt. Den da haben wir besetzt. Das passt schon. Und der ist besetzt. Landwirtschaft. Dann schauen wir da nochmal rein. Scheunenknecht. In dem Fall könnten wir, ja, wohl Tierfutter 10, 5 Stück, wenn hergestellt werden. Das sollte doch normalerweise passen, oder? Das andere Zeug würde ich alles, jawohl, die müssen ja das auch machen, ne? Oder muss ich das machen? Ich muss das machen, ne? Weil in der anderen Scheune wird ja nichts hergestellt. Doch, da wird hergestellt, aber auch nur minimal. Oh Mann. Die Verwaltung finde ich schon ein bisschen kompliziert teilweise. Oder manchen Tags finde ich es ein bisschen, naja, gut. Also hier haben wir keine Tiere, keinen Mitarbeiter, das passt. Damit haben wir jetzt erst einmal Ruhe. Produktion, was fehlt hier? Material bei der Schmiede fehlt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Bronzebarren oder sowas. Naja, Bronzebarren fehlen. Das ist aber in Ordnung. Hämmer habt ihr noch? Da habe ich nämlich gerade erst nachgeschaut. Und von den Dienstleistungen her passt es auch. Ein Tipp wurde mir gegeben von wegen Kneipe, also quasi beim Marktplatz nochmal eine zusätzliche Kochhütte. Ne, nicht nur, jetzt hat die vielleicht zum Beispiel lassen und dann nochmal eine bauen und die hier wirklich rein für den Verkauf dann laufen lassen. Dass man den Marktstand hier hinmacht, wo man dann das Essen eben auch verkauft. Allerdings ist dann natürlich die Sache, dass ich das Material ja brauche, um zu kochen. Das heißt, also ich muss das im Fokus behalten. Was koche ich, wie viel koche ich und wie viel verkaufe ich da, dass ich dann nicht leer laufe. Was ja natürlich auch wieder Kohle reinbringt in das Ganze, ne? Auf jeden Fall gibt es noch viel zu tun. Das auf jeden Fall. So, Unikos Geschichte ist ja mit Damagoy. Tagebuch. Das ist eigentlich noch alles, was läuft. Da haben wir noch 14 Jahre Zeit. Ich würde auch sagen, ich gehe jetzt aktuell nicht irgendwie dieser Quest nach. Das lassen wir jetzt mal. Wir lassen auch die Dorfbewohner erst einmal schön Zeug sammeln und wir bauen noch ein bisschen. Servusle. Wir tun noch ein bisschen bauen. Das würde ich nämlich zu gerne machen. So, wir könnten uns mal die Bretter hier rausnehmen. Ich habe ja aktuell recht viel Platz. Die Holzstämme nehme ich mal raus. Jetzt ist die Frage, Stöcke werde ich nicht brauchen. Genau, wir haben Äxte, Hacken, Hämmer haben wir genügend, Messer haben wir genug, Schaufeln haben wir, Schurscheren haben wir. Wir könnten höchstens mal schauen, wenn wir jetzt die Schurschere mit rausnehmen, ob ich nochmal die Schafe scheren kann. Fackeln können wir recht viel verkaufen, aber wir haben auch hier noch ganz viel Zeug, ne? Fischerspeer haben wir noch 3. Holzbolzen, Kupferpfeil. Wie schaut's denn aus mit Speeren? Habe ich nix, ne? Speere habe ich nix. Euch geht's gut? Ich mache euch mal ein wenig Feuer lernen. So. Ja, auch hier die Kommentare von euch, dass ihr das genauso bescheuert findet wie ich, dass man hier kein Tor setzen kann. Das haben sie wirklich total bescheiden gemacht. Also das müssten die hoffentlich irgendwann mal fixen. So, jetzt möchte ich mal nochmal was ausprobieren. Ihr kennt mich ja mit dem ja, ich muss ins Menü. Ihr kennt mich ja mit diesem Gebaue, was ich gerne mache. Jetzt schmeiße ich mal hier einen raus. Wie breit ist der? Ideal. Ideal. Ich würde zwar nicht wollen, dass du jetzt hier wegkullerst. Und Speer habe ich. Doch, ich habe einen Speer. Mal nur mal ganz kurz hier in den Boden rein. Weil ich nicht will, dass der jetzt halt wegrollt. Dass ich das einfach mal sehe. Okay, das wäre im Grunde ganz gut. Ich werde hier wahrscheinlich einiges an Material verbrauchen.
ballern müssen, da komme ich nicht drum rum, für das, was ich ja wieder mal vorhab. Ja, da habe ich natürlich mich selber ins Fleisch geschnitten, ne? Weil ich das Wollgarn ja zum Wollstoff umgewandelt habe. Achso, jetzt wo die Musik einsetzt, denke ich gerade dran. Tierchen, wie schaut's aus bei euch Schafen? 100%, das ist cool. Weil dann holen wir nämlich da noch ein bisschen Wolle schnell. Das sollte ich eh besser im Auge behalten, ne? Ist noch nicht viel passiert, sehr viel gelabert bis jetzt. Ich hoffe, das kann ich ändern. Ja, es ist klar, es ist nach über einer Woche jetzt, die ich jetzt im Grunde nicht mehr dran gesessen war, muss ich jetzt natürlich auch erst einmal wieder in den Flow kommen. Jawohl, schön. Gleich das erste Mal geschert. Ich überlege auch, ob ich nicht nochmal zwei Schafe kaufe, ne? Im Grunde sollte es ohne Probleme gehen. Einfach mal die Fackeln verkaufen, dann haben wir schon wieder richtig viel Geld. So, da vorne. Gesundheit. So, und damit haben wir 26 Wolle. Die Leute frieren. Sehe ich jetzt auch gerade. Habe jetzt halt wieder aufs Werkzeug geguckt, aber nicht drauf. Interessant. Das ist auch eine Art der Fortbewegung. Wie weit gehst du jetzt da? Glitschst du dann irgendwann gegen das Haus? Das muss ich jetzt beobachten, das geht ja gar nicht anders. Ist jetzt die Frage, an welchem Baum sollte sie jetzt gerade stehen? Ich muss das jetzt beobachten. Es geht nicht anders. Ich muss einfach. Schön mit der Axt voraus, ne? Ich finde solche Mini-Bugs finde ich eigentlich noch ganz okay. Ich meine, das ist ja tierisch komplex, so ein Spiel zu programmieren, ne? Schaut es bei mir auch so aus? Ich glaube, demnächst gibt es doch dann den... Ah, jetzt bist du angekommen, alles klar. Was liegt da? Ein Stein? Tierchen gibt es ja hier keine mehr. Okay. Nee, war wahrscheinlich wirklich hier irgendwo an dem Baum gestanden. Rein fiktiv. Da-dum-dum-da-da-da. Oh, fast. So, schauen wir mal. Sehr viel Holz habe ich ja nicht, ne? Aber auf jeden Fall kein Brennholz mehr. Holz stammt. Dann verballere ich jetzt halt einfach mal alle Hölzer zu Brennholz. Sonst verheizen. Deswegen wahrscheinlich haben wir so wenig Stämme, weil die Leute dann das Zeug verheizen. So. 28 Mal. Jetzt warten wir mal 2-3 Sekunden. Schauen wir mal rein. Immer noch 28 Mal, okay. Dann schauen wir noch mal in die... Sorry. Dann schauen wir noch mal jetzt in die Verwaltung rein. Und zwar die... Gewinnung. Holzschuppen. So, die fällen 126 Baumstämme. So. Hier sind's 36. Ja, das Brennholz reicht ja bei weitem nicht, das ist klar. Das lasse ich mal. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich setze das Ding jetzt mal runter auf 40. Passt. Und das hier hoch. Das wären quasi 9. Es wären 6... 16, 9, 18, 36. 36 mal Brennholz am Tag. Ob das jetzt reicht, ist natürlich die andere Frage, ne? Ich meine, ich habe hier noch recht viel liegen, aber ich würde gerne meine Deko da lassen, wo sie ist. So. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal ganz kurz in den Wald.
und machen da ein paar Bäume kalt. Jetzt sag nicht, dass ich keine... Ich habe keine Axt, ne? Was aber jetzt halt auch nicht schlimm ist, weil ich nehme einfach Steine. Ich mache mir einfach eine Steinaxt. So, schauen wir mal. Steinaxt kann ich mir einmal machen. Das heißt, ich brauche nochmal Äste. 20, gut. Dann können wir uns schon mal zwei Stück machen. Dann hauen wir nämlich da noch ein paar Bäume um. Ist mir jetzt egal. Essen brauche ich auch was. So. Einmal rein ins Menü, einmal Inventar, einmal... Axt. Da. Ja, auf die 4. Ich würde gerne dich hier fällen. Keine Ahnung, was das jetzt halt nochmal nachträglich für ein Geräusch war. Das hat so geklungen, als würde im Hintergrund nochmal ein Baum fallen. So, den da fällt ich auch noch. Die wachsen ja nach. Ist ja kein Thema. So. Na? Zack und zack. So. Jetzt muss ich mal gucken. Möbel. Tische. Also ich kann aus 4 Holzstämmen das Ding hier bauen. Ein Baumstammtisch. Okay. Das heißt also, das reicht mir noch nicht. Ihr werdet ja dann auch sehen, warum. Oh, okay. Lassen wir es mal dabei. Jetzt ist nur die Frage, kann ich hier einen Tisch hinstellen? Wahrscheinlich nicht. Das ist schon wieder so nervig. Hier kann ich einen hinstellen, aber das ist dann wieder... Die Frage, ob das denn so passt, wie ich das haben möchte. Ich meine, das ist verlorenes Material, ne? Das ist auch klar. Ich habe es da irgendwo grün gesehen. Hallo? Da war es grün. Aber das ist schon sehr weit weg. Oh Mann, warte mal. Warum musst du das Tor auch genau dahin bauen, sag einmal? Ups. Was war das jetzt? So. Das Problem ist nämlich, ich möchte nicht zu tief sein. Was? Jetzt ernsthaft? Haben die das irgendwie gefixt oder so? Dass da kein Holz mehr, kein Speer mehr reingeht? Ey. Alter, warte mal. Geht es da rein? Ich kann keine Speere mehr reinhauen. Sag mal, geht das jetzt hier an dem Ding auch nicht mehr? Die haben das tatsächlich... Ihr macht mich gerade unglücklich, Toplitz. Extrem. Das
Das haben die tatsächlich. Ich muss das jetzt nochmal probieren. Das geht nicht anders. Ich weiß, du hast Hunger. Warum geht es nicht mehr? Oh Mann. Oh Mann. Ärgerlich. Absolut ärgerlich jetzt gerade. Ich wollte nämlich wieder... Ihr wisst, was ich machen wollte. Links und rechts sind Speer und dann Rundhölzer oben drauf. Drei oder vier Stück. Einfach nur, dass es so wie ein kleines Überdach ist. Das ist jetzt natürlich absolut bescheiden. Dass das nicht mehr geht. Warum haben die das geändert? Oder habe ich keine Kraft mehr gehabt jetzt? Weil ich Hunger habe? Oder... Trockenfleisch. 5 Nahrung. Warte mal. Ich mache mir dann lieber mal einfach ein paar Fischfilets. Ich mache mal was von den frischen Fischfilets. Da. Übelst. Ganz ehrlich, ich habe mich echt darauf gefreut, dass ich dann halt bei den Toren wieder so ein kleines Überdächlein mache. Das wäre halt zu schön gewesen jetzt. Und jetzt geht das nicht mehr. Ich muss das jetzt mal probieren, ob das mit dem Eisen Speer geht. Vorher noch einen Schluck trinken. Das ist ja übel. Wenn es jetzt mit dem Eisenspeer geht, dann habe ich die Tische umsonst weggebaut, ne? Mit dem Eisenspeer geht's? Das wird aber ein teures Dach dann. Oder geht's jetzt, weil ich was gegessen habe? Also nochmal wieder eins probieren. Das Dumme ist jetzt nur, dass die zerbrechen, ne? Ne, das geht mit den Holzspeeren nicht. Die Holzspeere sind mies. Die halten da dran nicht. Okay. Ja, das wird dann ein teurer Spaß, das Tor, aber dann können wir das jetzt nicht bauen. Oh, verdammt. Na, mei. Ja, was will man machen, ne? So, halt. Wir wollen einmal hier Wollgarn machen. Wir können leider nur 3 machen. Vielleicht gibt es noch ein 4. in der Scheune. Dann könnte man zumindest eine Lampe bauen noch. Aber ich glaube nicht. So was Blödes. Das habe ich mir anders vorgestellt. Den Part habe ich mir generell anders vorgestellt. Ja. Ein Wolgan habe ich noch, ja. Das kann ich rausnehmen. Alter, warte mal, ich schau mal, ob ich nochmal die Dinge verbraten kann zu Brennholz. Ja. Mach mal. Ist egal, wenn die jetzt halt ein bisschen weniger Brennholz haben. Ist halt einfach so. Das nächste Mal muss ich dann drauf achten. Also von daher stört mich das jetzt halt gar nicht. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich für die Lampe einen Baumstamm, ne? Holzstamm 2 Stück. 4 Leder, 8 Stöcke. Und 8 Stücke. So. Nur die Frage, ob ich vielleicht dann schon anfange, nach da oben zu gehen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Schauen wir mal. Zack, zack.
Nein, ich drehe dich nach hinten gerade. So, und wenn, dann solltest du bitte hier zum Weg hin. Ich glaube, das ist gut. Ja. So, jetzt wird ein bisschen wieder angerissen. Ihr kennt mich. Nur die Frage, wie weit kann ich gehen? Da ist ja nur ein Weg. Also das heißt, da kann ich relativ nah ran. Da haben wir den unteren Weg. Da muss ich ein bisschen wegbleiben. Weil das ist ja dieser Ingame-Weg. Da ich das ja wieder mit Stein mache, ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so dramatisch, wenn das ein bisschen... Das ist ganz gut, wenn ich das ein bisschen weglasse, dann kann ich da nämlich auch noch eine Laterne hinstellen. Bis nach vorne werde ich eh nicht kommen, aber das Grundstück soll auch gar nicht immer so groß sein. Was sind wir denn da? Oh nee, warte mal. Da machen wir was anderes. Da kommt hier noch Obstplantage-mäßig was hin. Nur die Frage, ob das hinhaut. Nein. Es geht wahrscheinlich nicht wegen den Steinen. Sind sehr viele Bausachen hier dabei, wo ich mich ärgere, dass das nicht funktioniert. Ernsthaft? Ja gut, dann geht wenigstens da einer. Da geht es wahrscheinlich nicht wegen den Steinen wieder, aber ich probiere es nochmal. Wenn ich es jetzt nicht da hinsetzen kann, vielleicht reicht ja schon eins. Okay, ein Baum reicht ja. Ist ja egal. So, da gehe ich jetzt mal so weit rüber, wie es geht. Oh, danke. So, dann würde ich gerne... Ah ja, warte mal, wir könnten da an den Baum gehen. Ein bisschen frei machen hier. Durch das, dass es da nicht geht. Und dann ziehen wir hier, genau, dann ziehen wir hier noch den Weg. Machen wir allerdings jetzt mal ein Lattenzaungatter. Schauen wir mal, wie weit ich das da ransetzen kann. Nee, gefällt mir nicht. So, da wäre es. Das wird wahrscheinlich, so wie es ausschaut, weil da hängt es in der Luft, nach rechts rum aufgehen. Also. Schauen wir mal, ich hoffe, dass das funktioniert. Obwohl, ich habe hier sehr viel Rot, ne? Toplitz ändert was. Ja, das geht nicht. Als hätte ich es geahnt. Ich könnte im Grunde an den Baum hier gehen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Nur die Frage, wenn ich dann von da aus herkomme. Ist ja wurscht, das muss ja nicht alles Kerzengrad sein.
Das haben wir ja schon öfters einmal gesagt, ne? Hey, ihr wollt mich doch verkackeiern. Jetzt echt überlegen, wie ich das mache. Na gut, dann machen wir hier hinten. Eben so eine kleine, keine Ahnung, Ecke. Eine keine Ahnung, Ecke. Schauen wir mal, wie das ist mit dem Weg. Ich kann wahrscheinlich keinen Weg hierher ziehen. Die Steine, die machen mich echt fertig. Noch einen Baum kann ich da nicht hinmachen. Das ist, naja, gut. Ich sehe schon, ich reiß mit euch wieder heute sehr viel Steinzeugs an. Jetzt gehen wir mal dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier irgendwie ansetzen kann. Oh ja, das haut sogar mal richtig gut hin. Die Tür sollte trotzdem noch aufgehen. So, hier habe ich grün, grün, grün. Das heißt, ich kann relativ nah rüber. Oh yes. Verschwindet der Zaun komplett innen drin, oder? Aber jetzt geht's wieder so nah ran, ne? Das soll verstehen, wer will. Also ich meine, ich bin ja froh, wenn das so hinhaut, ne? Okay, das geht auch. Ist es grün? Wo ist es grün? Da ist es grün. Jetzt baue ich wieder bis in die Nacht, oder besser gesagt, ich reiß wieder bis in die Nacht an. Yes. Das ist gut. Oh, verdammt, ich bin aus Versehen draufgekommen. Es sollte aber trotzdem kein Problem sein, weil dann ist es halt einfach hier ein bisschen verschoben. Naja, ihr kennt mich. Ich werde es wahrscheinlich wieder weghauen. Und da komme ich jetzt wieder nicht so nah ran, ne? Gehen wir mal von der Stelle aus. Das Spiel will mich veräppeln. Nee, da passt's eigentlich. Wir müssen ja so langsam mal die ganzen Grundstücke einzäunen, ne? Da geht's ganz gut hier. Können wir auch mal ein wenig drüber gehen, das wäre ja egal, ne? Nice. Dann können wir hier im Grunde dann noch ein kleines Stück machen. Das setze ich dann erst einmal noch einen Zaun hin. Also eine Tür meine ich. Und da haben wir dann nochmal einen zeitlichen Eingang, ne? So, du kommst doch mal weg. Und du? Das ist halt schon genial, ne? Dass das jetzt halt auch einzeln weggeht, weil das war vorher halt nicht so.
Okay, das geht. Schauen wir mal, wie weit wir da hinkommen. Yep. Taucht mir. Ein Weg, wie gesagt, weil wir hier nicht hinmachen können. Ich habe zwar hier grün, aber wahrscheinlich hört es dann bei den Steinen auf. Ja, ich komme da mal über die Steine drüber. Das ist so übel. Na gut, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Weil hier kann ich ja auch nichts machen. Ein paar Kompromisse muss man ja immer eingehen. Es ist halt baulich nicht machbar und fertig. So, nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach so lassen. So, was sind wir denn eigentlich? Ich mache schon wieder mit euch nur Zaun heute, aber es gehört halt einfach dazu, ne? Da kann ich nichts ändern. So, von daher, ich tue jetzt einmal die Sachen hier rein. Ich werde mal schauen, was ich brennholzmäßig, habe ich noch 12, also ich werde wahrscheinlich jetzt die Holzstämme hier noch verballern zu Brennholz. Wir haben jetzt dann eh gleich schon die Jahreszeit rum, aber ist egal, ich haue jetzt das Brennholz hier durch. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns im Frühjahr wieder. Und dann könnten wir eigentlich zur Abwechslung doch einmal die Quest machen vom Unigost, dass wir da auch vorankommen. Ne? Das wäre, glaube ich, ganz nice. Gut, wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wenn ich da manchmal ein wenig länger am Anreisen bin, wie es eigentlich sein sollte. Würde mich echt immer interessieren. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.